Hallo. Hallo. Wir halten heute ein Interview mit dir. Rede. Oh, Junge. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wie alt bist du? Ich bin 18. Und mit wie vielen Jahren hast du erkannt, dass du schwul bist? Das wusste ich eigentlich schon immer. Aber also seit der Kindheit? Seit meiner Kindheit. Kids ernst? Ja, ganz ernst. Hä, wie geht das denn? Ja, ihr wusstet ja auch immer, dass ihr... Seid ihr lesbisch oder schwul oder was auch immer? Nein, wir... Wir stehen auf... Ihr steht auf Jungs. Ja. Und woher wusstet ihr das? Ja, weil man das so... Wusste, ne? Ja, wusste ich auch. Oha. Und, aber ganz, ganz früher, so als du in der Schule warst, da hast du bestimmt ein Mädchen geliebt, oder nicht? Nee. Ein Jungen. Ja, aber was heißt, man ist ja noch nicht wirklich verliebt in der Schule. Ja. Hat man dich früher gemobbt oder so? Das heißt Mobbing schon. Also es gibt immer Leute, die damit nicht klarkommen. Und mit die sagen immer so, du bist voll schwul und sowas, ne? Ja, aber das ist... Viele haben ein Problem damit, wenn sie sehen, dass ich doch ein Junge bin und sehen halt, dass gerade Mädchen haben ein Problem, wenn sie sehen, dass ich geschminkt bin. Und dann sehe ich besser aus als die, dann haben sie ein Problem damit. Und mit wie vielen Jahren bist du schon so, dass du dich schminkst und so? Seit 14. Und wie lange hast du gebraucht, so lange Haare zu kriegen? 2 Jahre ungefähr. Glättest du die oder? Ja. Warte noch, was heißt denn? Ja, was kaufst du so gerne ein? In welchen Geschäften? In welchen Geschäften? Ja. Ach, generell alles, was Mode und Make-up. Ich habe keine Lieblingsgeschäfte. So Drogerie. DM ist super. Ja. Besser als Rossmann. Ja. Und warum machst du keine... Ja, ich habe eigentlich auch immer Nagellack drauf. Die Finger dürft ihr euch heute nicht angucken. Muss nächstes Mal machen. Was sind das für Schuhe? Das sind, ich glaube, 10 cm sind die. Oh mein Gott. Wann hast du die gekauft? Die habe ich... Oh Gott, die sind noch neu. Und von wo? 2 Monaten. Von dem Internet. Ach so. Was haben deine als Kosmetiker? Genau, und Visagist. Und deine Eltern haben nichts dagegen, dass du so bist, wie du bist? Nee. Also die akzeptieren dich so, ne? Ja. Und... hast du schon viele Freunde gehabt, also als Jungs? Ich bin jetzt mit meinem zweiten Freund zusammen. Also das ist auch so schwer, einen so zu finden wie... Überhaupt nicht. Es gibt so viele Schwule, ne? Es gibt jeder 10. Junge ist schwul in Deutschland. Also wenn man bis 10 zählt, dann sind die schwul. Genau. Können wir mal in eurer Klasse nachzählen. Achso, okay. Okay, dann zählen wir bis Patrick. ja. Wie stylst du dich so immer morgens früh auf? Wie lange brauchst du? Wie Stunden für Schminken? Für Schminken? Nicht lange. Eine halbe Stunde. Machst du auch Lidschatten drauf? Mhm. Kannst du uns mal zeigen, wenn du deine Augen zu machst, weil das ist voll schön. Also das ist Mascara jetzt drauf, ne? Ich hab Lidschatten, Mascara, alles. Alles, was so ein Mädchen braucht, so. Genau. Aber Nagellack musst du auch machen. Ja, Nagellack muss auch noch drauf, aber ich hatte keine Zeit. Rouge haben sie auch drauf, so, ne? Alles. Und Ohrringe hast du vergessen? Ne, Ohrringe habe ich nicht. Ich hatte mal einen, aber da hatte ich eine Allergie und deshalb keine Ohrringe. Aber mit Ohrringe? Ja. Aber mit Ohrringe sehen die dann ein bisschen besser aus, ne? Ja, Ohrringe so schön und so. Muss ich mir ordentlich mal machen lassen. Aber wenn nicht, wenn du wirklich eine Allergie hast, dann kannst du diese... Wie heißt die? Nein, diese mit so Zapf. Ach so. Wollen sie sich auch irgendwann operieren lassen oder so? Nicht, dass ich wüsste. Also falls sie sich... Vielleicht irgendwann mal die Falten liften lassen, aber... Die Falten? Nein. Nein. Sie wollen nicht aussehen wie Michael Jackson. So. Vielleicht in 10 Jahren habe ich Falten und dann müssen die weg. Das ist doch nicht so schlimm. Quatsch. Nee, aber mit operieren nicht, dass ich wüsste. Also nicht da und da und so. Nirgendwo. Okay. Nicht im Plan. Okay. Was kann man noch so fragen? Ich weiß nicht, was man dich noch so fragen kann. Vielleicht kannst du uns selber was finden. Was wollt ihr denn wissen? Was braucht ihr denn für euer Projekt? Alles Mögliche. Ja, du kannst einfach erzählen, was schieß los einfach über dein Leben. Ich weiß nicht. Das ist schwer, ich habe so viel zu erzählen. Ja, okay, dann erzählen sie alles. Was denn? Alles, was man braucht. Alles, was man braucht.
Du bist aber so nah dran. Okay, dann zoome ich. Okay, gar nicht. Du musst mich schon was fragen. Na, ich weiß ja nicht was. Okay. So. Was denn? Ich muss was sagen. Machst du so Scheiße? Was musst du denn wissen? Eure Lehrerin hat euch doch bestimmt was gesagt. Ja, wir haben genau das schon gefragt, das mit wie lange ich ja. Können Sie uns noch bitte ein richtig schönes Lächeln geben? So sieht sie aus wie so ein Mädchen. Nochmal bitte? Okay, wieder normal. Ich schwöre, jetzt sieht aus. Normal wieder lachen? Ja, okay. Okay, Dankeschön dann. Tschüss. Tschüss. Hand. Immer winken. Nein, Sie müssen tschüss, der Kamera tschüss sagen. Tschüss. Machen Sie doch mal so. Okay. Stopp.